Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, es hat einen abenteuerlichen Anschlag gegeben auf das World Trade Center. Es sind immer noch unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Immer noch sehen wir Flammen aus dem World Trade Center schlagen, immer noch dunkle Wolken, die über Manhattan stehen. Ich machte gerade die Mittagspause und stand bei mir zu Hause, um zu überlegen, welchen Schlips ziehe ich abends für die Sendung an. Da klingelte das Telefon und ein Kollege der Sendung rief an und sagte, am besten kommst du jetzt gleich mal wieder ins Büro, denn ein Flugzeug ist ins World Trade Center geflogen. Plötzlich so 8:50 ungefähr klingelte das Telefon, mein Kollege war dran, der stand auf seinem Balkon und er sagte zu mir, mach doch mal den Fernseher an. Ich habe einen Anruf bekommen, weil es zu der Zeit noch sehr früh war in San Francisco, 3 Stunden früher als in New York, also ich glaube es war 5:45. Und das war dann mein Freund am Telefon, der mir davon erzählt hat. Und da sagte ein Kollege, Uli, du gehst ins Studio, ich gehe in die Regie und wir senden jetzt einfach. Wenige Minuten später, der Bildschirm lief noch, da sah man dann eben live die Bilder, als das zweite Flugzeug, diese Riesenmaschine, in den zweiten Turm stürzte. Und in dem Moment war eigentlich klar, das ist kein Unfall mehr, das ist kein Unglück mehr, sondern das ist eine Katastrophe und da war relativ schnell dann auch klar, das muss ein Terroranschlag sein. Meine erste Reaktion war, dass ich geweint habe, weil ich einfach völlig überfordert war, glaube ich, mit diesen Bildern. Und weil die anderen auch alle so, die anderen im Raum haben auch alle geweint und waren geschockt. Wenn man dann direkt in solch eine Sendung geht, dann versucht man alle eigenen Gefühle zurückzustecken und sich auf die Fakten zu konzentrieren oder auf das zu konzentrieren, was man da so sieht, aber bloß keine eigenen Gefühle zeigen. Man versucht an Informationen ranzukommen und man berichtet natürlich unentwegt. Die Telefone ohnehin stehen nicht mehr still und man ist ständig live drauf für die ARD als Hörfunkkorrespondent. Keiner weiß, wie viele Menschen noch in diesem Gebäude oben drin sind und ob es eventuell vielleicht auch dazu führen könnte, dass eines dieser Riesengebäude 110 Stockwerke einstürzen könnte und über Manhattan zusammenbrechen könnte. Es sind unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Dann fingen wir an zu schalten und ab und zu kam dann ein Kollege oder eine Kollegin und brachten mir dann Meldungen von den Agenturen. Und von denen musste man dann immer etwas aufsaugen, wenn gerade mal Bilder waren und man nicht sah, dass ich da las. Hallo, ja. Hallo Hamburg. Ja, Klaus Kleber. Im Moment sehe ich das ein Bild, ich kann es gar nicht fassen, dass offensichtlich dass einer der Türme des World Trade Centers förmlich in sich zusammenbricht. Das Bild sehe ich nur auf dem Fernsehen. Ich höre noch sehe keine Meldung, bin nicht mal sicher, ob das ein Live-Bild ist. Aber einer der beiden Türme. Ja, wir sehen dieses Bild auch. Also man sieht hier eine unglaubliche Rauch- und Staubwolke. Hier bricht gerade der zweite Turm des World Trade Centers zusammen, meine Damen und Herren. Sie sehen es gerade. Hier sehen Sie nur noch eine große Rauchwolke. Da kam natürlich dann auch schnell auch von den Kolleginnen, die auch im Studio waren, die Frage auf, wie sicher sind wir hier überhaupt noch? Müssen wir hier raus? Müssen wir irgendwie raus aus der Stadt? Kommen wir überhaupt noch raus? Die rauchenden Türme und dann dieses riesige Bauwerk, was im Grunde genommen zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Also das sind einfach Bilder, die vergisst man nicht so schnell. Ich sah die Bilder im selben Augenblick, wie sie auch der Zuschauer sah. Das war für mich ein Problem, weil ich immer Angst hatte, dass vielleicht Bilder gezeigt werden, die so schrecklich sind, dass man sie nicht zeigen sollte. Die Leute haben nicht an Terror gedacht. Die haben gedacht, Terror, das gibt es, aber doch nicht bei uns hier in New York, nicht bei uns in den USA. Wir sind unverwundbar. Sowas kann uns nicht passieren. Und dann doch dieser Schlag, das war für alle Menschen dort, die dort gelebt haben, eigentlich unvorstellbar.